darf den Philipp Schmucki begrüßen, den Sieger vom zweiten Lauf SAM National Open A. Im Gegensatz zum zweiten Lauf hat es jetzt, im zweiten Lauf geklappt. Was war anders gewesen? Ja, weiß auch nicht. Es ist einfach besser gegangen. Am Start bin ich zwar schlechter gewesen als im ersten Lauf, aber habe gut können Vierer fahren. Ich bin zufrieden. Du hast dich relativ weit hinten eingereiht nach dem Start. Was war der Grund gewesen? Ja, ich bin nicht so gut abgefahren, habe mit einem eingekriegt. Und dann bin ich ein bisschen hinten gewesen, aber habe gut können Vierer fahren. Die ersten zwei Runden konnte ich gut mehr Platz machen. Du hast relativ einen komfortablen Vorsprung gehabt, hast das auch sehr gut können verwalten. Man hat nicht gedacht, dass es noch knapp werden könnte. Am Schluss ist der Zweite, der Flavio, doch noch ein bisschen näher gekommen. Hat das Gründe? Ja, ich bin in den Armen am Schluss ein bisschen verkrampft. Nicht mehr sauber gefahren. Mehr geruchen als gefahren. Und ja, verkrampft man sich. Ja. Das ist ja so. Jetzt, der Schreck hat sich dementsprechend noch ein bisschen verändert im Gegensatz zum ersten Lauf. Ja, ich hatte schon ein paar mehr Schläge, aber es war gut gewesen, die Piste. Ja. Spass gemacht. Ein zweiter Platz im ersten Lauf, ein erster im zweiten gibt einen Tagessieg. Fühlt sich gut an? Ja, zufrieden, ja. Ziel erreicht. Sehr schön. Und morgen hast du noch gesagt im Zeittraining, nachdem du der schnellste warst, dass es dein Ziel ist. Schön, dass du wieder da bist. Ich gratuliere dir natürlich ganz herzlich und noch viel Erfolg. Danke vielmals.